Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Settlement Survival hier auf Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder und falls das Spiel ein bisschen anders aussieht, ich habe gerade in den Grafikeinstellungen was umgestellt, weil ich unglaubliches Tethering hatte. Also so diese, wenn ich mich so links rechts bewege, sozusagen ja Schattenbildung oder Fragmentierung des Bildschirms. Dann hat er mir danach gesagt, ja, wollen wir automatisch mal ein bisschen was anpassen, damit ich ja anständige FPS hast. Und ich gesagt, ja, mach mal. Und es kann sein, dass jetzt die Grafikeinstellungen relativ weit runtergedreht wurden, damit das hier flüssig läuft. Mein Rechner ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut. Naja, ich muss da unbedingt mal was dran machen, glaube ich. Also langsam war sicher, ne? Das sind nicht Spiele, die neu rauskommen. Gut, also meine Lieferung ist ja angekommen beim letzten Mal. Wir haben hier jetzt wieder fleißig die Klamottenausbau-Geschichte. Die Rohstoffe sollte ja mehr als genügend haben. Oder sollten mehr als genügend vorhanden sein. 100 davon, 104 Alpaka-Wolle. Das heißt also, da können wir 100 Daunenjacken erstmal mit herstellen. Das sollte dann im Bereich Kleidung auch hoffentlich etwas Entspannung bringen. Wir haben Strohschuhe gemacht. Ich glaube, ich verkaufe sogar welche. Bin mir nicht ganz sicher, doch, ja, da liegen 19 Stück im Verkauf. Sehr schön. Fisch und Wasser und Erbsen sind auch im Verkauf. Hier wird noch fleißig geerntet. Das ist aber okay soweit. Das kann ruhig durchaus ein bisschen noch gemacht werden, denn das brauchen wir ja. Boah, die Grafik sieht wirklich echt fürchterlich aus, ne? Keine Ahnung, was das wieder ist. Moment, ich habe hier auf Einstellung 4 gestellt. Da stand vorher gar nichts. Anwenden, neue Einstellung. Ja, damit habe ich mit dieser Ring weggeprägt. Das habe ich mir. Das weiß ich auch. So, also hier Einstellung 1 wieder. Und dann machen wir hier Rinderqualität mal Mittel. Anwenden. Neue Einstellung übernommen. Ja, ich glaube, jetzt sieht es wieder aus wie vorher, oder? Oh, zappelt auch nicht rum. Moment, wir machen mal hier hoch. Anwenden. Oh, auch so kann man damit leben, glaube ich. Das geht. Ach, jetzt guck mal, jetzt haben wir sogar Wolkenschatten hier. Aha. Interessant, wir noch vorher nicht. Na schön. Gut. Wie gesagt, da kann man bestimmt noch ein bisschen was dran optimieren und rumspielen, damit das ganz gut funktioniert. Hier müssen wir die Leute wieder reinstecken, damit wir genügend Fische nachher am Ende wieder haben. Hier wird Fisch und Salz weiterverarbeitet. Das ist auch schon mal sehr gut. Haben wir denn eigentlich von irgendeiner Fleischsorte so viel, dass es sich lohnt, den Schlachter wieder einzustellen? Nach Packerfleisch ist 33 mal da. Geht ja auch darum, um an Fett zu kommen für die Seifen hier oben. Ja, er soll ja Seife herstellen hier. Ein bisschen Fett hat er noch. Oh, eine Seife ist aber schon gut. Aber gut, wir kriegen ja dann bald hoffentlich Bienenwachs von hier. Da hoffe ich ja so ein bisschen drauf, dass die Bienen da ein bisschen was machen. So, ich weiß noch nicht, ob das jetzt so gut ist, dass ich den in den Sammler gestellt habe, aber in der Nähe von ausgewachsenen Bäumen. Hier habe ich denn die meisten ausgewachsenen Bäume quasi. Weil ich ja jeden Wald nicht fälle, weil die auch in der Nähe von ausgewachsenen Bäumen am besten funktionieren. Kann aber sein, dass die Typen hier diese ganzen Kräuter und was nicht alles, die die Viecher brauchen, wegsammeln und dann passiert ja gar nichts mehr. Das ist durchaus möglich. So, hier wollte ich mal das Eisen noch einsammeln gehen. Aber mein Lager ist eh ziemlich voll, muss ich sagen. Wie viele Eisenwerkzeuge habe ich eigentlich? 51, ne? Das ist doch schon mal schön, das läuft. Wie sieht es aus mit Brennstoff? Na, haben wir noch ein bisschen was, aber da sollten wir uns auch demnächst wieder drum kümmern. So, wie sieht es denn hier aus hier? Seid ihr mal fertig mit Pflücken? Hier, ihr seid fertig mit Pflücken. Darlene kann dann auch aufhören zu pflücken. Da wurde sogar viel Holz dieses Jahr produziert. Okay. Aber ein paar holzige Dings dabei. Gut, und du gehst dann, Charlene geht dann gleich mal hier rein. Weil das darf auch nicht passieren, dass wir out of Brennstoff laufen jetzt im Winter. Das wollen wir nicht. Und dann haben wir wieder jede Menge Angler, dann haben wir jede Menge, dann haben wir hier jemals auch einen reinsetzen können, weil wir haben jetzt ordentlich Agaven erstmal. Da kann jetzt erstmal Getränke gemacht werden bis zum Umfallen. Das ist schon mal ganz gut. So, zack, hier Danny, Marvin, Monika. Einer geht hier davon rein, Danny. So, Marvin, Monika gehen hier noch mit rein. Und machen hier dann erstmal wieder aus Holz. Wo wir ja mittlerweile auch ein bisschen was auf Lager haben. Nur ein paar Bretter wieder herstellen. Naja, es wird doch langsam. So. Wir könnten theoretisch hier noch die Häuser fertig bauen. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob ich jetzt die Häuser hier Rücken an Rücken haben will und hier noch ein freies Lager einmache. Ich glaube, das werde ich auch tun. Darf ich mal ganz kurz sehen, wie groß wird so ein Häuselchen hier? Ne? Oder wollen wir hier mal so eine Pension hinbauen? Was? Ah, die passt genau. Aber nicht hier rein. Hat der viel nicht. Weil da passen jede Menge Leute rein, ne? 24.
24 Leute in so eine Pension, aber ich glaube, die pflanzen sich da drin nicht fort. So, jetzt mache ich erstmal die vier Häuser hin. So, das sieht schon mal gut aus. Dann würde ich hier sozusagen den wunderschönen Weg lang setzen. Den Feldweg. Und dann würde ich hier den Feldweg entfernen. Lasse ich den Weg hier noch oder nicht? Ah, ich könnte das hier auch entfernen und könnte ja hier noch erstmal nach da gehen. Tunnel können wir auch mittlerweile bauen. Das wird aber wahrscheinlich noch länger dauern. So, unsere Früchte sind leider nicht alle Erbsen geerntet worden. Okay. Muss man gleich los. So, und haben wir denn hier ein offenes Lager? Mehr habe ich erstmal nicht. Machen wir da noch ein Lager hin. Erstmal da. So, dann haben wir hier zwei Leute, die wir vom Feld runterholen können. Die gehen in die Fischerei. Wir brauchen Fische über den Winter. So, da ist einer drin, da sind zwei Leute drin. Zwei Bürgern ist kalt. Ja, auch nicht schön. Das soll ja auch nicht passieren. Haben wir immer noch einen Verletzten? Und wird dem nicht geholfen? Arzt haben wir doch. Sieht's mit Wasser aus? 600 Euro Wasser, okay. Gut. Na dann, können wir jetzt hier erstmal Getränke produziert werden wieder. Ich denke mal, das muss jetzt auch das ganze Jahr was machen hier. Und die Agavenproduktion war schon ganz gut. Warum ist hier eigentlich noch einer am Arbeiten? Im Acker? Oder noch gar nicht. So, hier sind jetzt auch alle drei quasi raus. So, dann da noch zwei drauf. Beim Fischfang. Und dann holen wir uns noch... Will ich hier noch jemanden zum Körbe machen abstellen? Weil ich glaube, Schilf haben wir auch jede Menge im Lager. Und irgendwann müssten eigentlich wieder ein paar Schüler kommen. Die sollten jetzt eigentlich bald soweit sein. Hardy. 80%. 87. 78. Na gut, okay. Da sind ein paar dabei. Nach dem Winter. So, gut, hier haben wir noch mal ein paar Häuschen, das ist schon mal ganz okay soweit. Dann kriegen wir nämlich hier noch mal vier weitere Leute unter. Nee, sechs weitere Leute theoretisch. Oder weitere Familien. Wir müssen mal bei unserer Zusammensetzung der Bevölkerung ist das auch sehr, sehr viel weiblich. Also 27 männlich auf 42 weiblich. Das ist alles sehr... Ja, sagen wir mal, müssen wir mal gucken, ne? So, hier sind wir an der Produktionsobergrenze angekommen, okay. 250 Lagerbestand ist Produktionsobergrenze. Okay, dann kann ich die euch doch mal einen mal rausnehmen. Und dann produziere ich hier mal Sand. Da habe ich nämlich gar keinen von. Den brauche ich nämlich irgendwie für die große Wassermühle, die ich eigentlich mal irgendwann bauen wollte. Habe ich einen Bohrstein kriegt? Nee, ne? Habe ich noch nicht. Großes Schluss kann ich bauen, na klar. 80 Familien mit jeweils höchstens 5 Mitgliedern. Nicht genau, sowas will ich bauen. So. Nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht erforscht. Wie sieht es hier aus mit der Forschung? Was ist hier los? Warum geht die Zufriedenheit runter? Weil kein Schnaps da? Oder wie? Gang der Fortpflanzung. Naja, gut. Und sauberes Wasser. Nee, das haben wir noch nicht. Fermentierung. Bildet eine größere Auswahl an Spirituosen mehr als die Destillerie. Na gut, ja. Aber. Habe ich ja eh noch nichts da großartig von. Kräuterschnaps kann ich mal von machen. Aber hier bei den Kräutern, das hat sich jetzt hier ein bisschen... Hat sich wirklich... ja, noch ein bisschen gebessert, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon mal schön. Da ein bisschen mehr gibt. So, die Jäger sind auch fleißig am Arbeiten. Schaf haben wir immer noch nicht. Wie sieht es aus mit dem Geld eigentlich? 1240. Okay. Hier wird fleißig produziert. 35 Daunenjacken hat er schon gemacht. Gut. Naja. Auch am Anfang des Jahres ist noch ein bisschen Produktion dabei. Ich glaube, die sind jetzt erst gerade neu wieder dabei. Über den Werkzeug hätte ich eigentlich auch ganz gerne jede Menge auf Lager, aber ich glaube, die kann ich auch ganz gut verkaufen. Ne? Ich glaube, habe ich hier auch auf Lager, alles klar. Wenn ich was bringt denn so ein Werkzeug, wenn man es verkauft?
15. Noch nicht schlecht. Muss ich mal ein paar verkaufen fahren. So, gut. Kohle wird jetzt gerade keine hergestellt. Deswegen wird es jetzt demnächst auch hoffentlich oder naja, wahrscheinlich mit dem Brennstoff ein bisschen knapp. Obwohl hier Brennstoff 500 und du bist an der Kapazitätsübergrenze. Das stimmt doch gar nicht. Liegen doch bloß. Oder? Ah, liegen schon 521 drin im Lager. Ja, na denn. Nehmen wir da mal zwei raus und stecken die mal. Ich weiß, glaube Steine brauche ich, ne? Ja, Steine. Stecken die mal in Steinbruch. Natürlich auch schade, ne? Was ist gerade noch schön einfach das Holz zerlegt. Und jetzt musst du mit meinen Steinbruch arbeiten. Hier können wir mal auf Brettherstellung hingehen. Eine Bevölkerung hat Durst. Na, das sollte sich ja auch bald geben. Wir haben hier dann. Achso, da waren gerade 11 Getränke im Lager. Die sind gerade weggewandert. Ja. Naja, ist halt so. So, mein einer Bauarbeiter, der hat hier zu tun. Das ist aber gut für den Winter. Im Winter können wir bauen. Das ist ja nicht weiter schlimm. So. Okay. Okay. Wasser hält sich auch von der Höhe. Eisenerz hier oben. Das haben sie jetzt weggeholt schon, ne? Ja. Und dann kann da oben nämlich noch ein bisschen mehr gepflanzt werden. Also noch ein paar Bäume hinkommen. Und dann haben die hier vielleicht noch ein bisschen besseren Radius und Aktionsradius. So. Jemand ist noch in die Schule gegangen. Wie haben wir denn jetzt? 13 Schüler, alles klar. Gut. Kommen wir die nächsten 3 oder 4 Stück dann wieder raus, dann müssen. Nehmen wir mal ein bisschen die Geschwindigkeit an hier. Und lassen mal ein bisschen die Leute arbeiten, weil ich glaube, es ist ganz gut verteilt. Und so ein paar Steine kann man ja auch mal kriegen. Upsala, wird gespeichert. Ein Bürger ist kalt. Da hat sich noch einmal die Knochen gebrochen wieder. Auch nicht schön. Wie sieht's denn aus hier mit Lebensmitteln? Lebensmittel haben wir wirklich jede Menge. 2000 Erbsen habe ich im Lager. Naja gut, jede Menge. Ne? Ja. Fisch habe ich 153 im Lager. Fleischstücken 100. Alpaka-Fleisch. Ganz Apfel habe ich auch 61 noch. Naja gut. Chilischoten, Pilze. Naja gut. Jut, 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 bla, bla, bla. Jut, dann hat sich hier aber schon mal ordentlich was verkauft. Auch 4 Holz produziert. Wieso hat der 4 Holz produziert? Wie kommen wir hier rein? Was denn das? Jut, da, guck mal, wenn die 5 Stück verkaufen, sind 75 Taler, ne? Also das ist schon nicht schlecht, was das angeht. Und unser Kontostand dann natürlich hier verbessert. Das soll's ja auch. Das ist ganz wichtig. Den Kontostand soll es unbedingt verbessern. So, jetzt geht hier aber Brennstoff aber doch relativ schnell wieder runter. Jetzt hat man noch über 500 und jetzt ist wieder so wenig. Macht mal lieber Brennstoff weiter. Nicht deswegen, guck mal, wir sind jetzt im November. Und der Brennstoff ist gut rückläufig. Also mal gucken. Ob wir das hinkriegen. Aber die Fischproduktion muss natürlich auch aktiv bleiben, sonst das kann ich mir nicht leisten, dass ich keine Fische produziere. Im Übrigen wurde gesagt, ich soll unbedingt auch wirklich die, die Leute annehmen, weil damit ich hier aus dem Knick komme, damit ich noch ein paar Leute habe. Denn bloß die letzten Ankömmlinge haben mich schon vor so vielen Problemen gestellt gehabt, wo ich denn so viel Mehrverbrauch von bestimmten Sachen hatte, dass ich gar nicht hinterher kam. Deswegen habe ich da ein bisschen Angst vor. Also das ist so der einzige Punkt, dass ich dann nicht genügend Wohnraum schaffen kann in der kurzen Zeit und. Solange wie das ja, wenn da jetzt 6-10 Mann kommen die, oder so, das glaube ich stört mich nicht mehr. Müsste ich ja nicht unterkriegen. Naja, werden wir sehen, ne? So, Sand haben wir jetzt auch schon ein bisschen produziert. Kann ja auch ruhig mal ein bisschen was produziert. Sand drauf, jetzt. Bild ist auch gut. Wie sieht es hier aus mit den Körben? Hat er jetzt 32 Stück dieses Jahr schon. Na gut. Körbe sind auch wichtig wegen der Transportmenge der Leute, ne? Also das ist schon gar nicht so schlecht, wenn man die auf Lager hat. Und eigentlich müsste ich mir wieder so viel auf Lager schaffen, dass ich den hier noch upgraden kann mit Körben, damit er mehr produzieren kann und ich mehr Kräuter und so Material bekomme noch. Holz, ja, geht noch. Ja, 5 Stück mehr gekriegt oder sowas, keine Ahnung. 6 Stück, glaube ich. 55 hat man, 61 haben wir jetzt.
Einen Entwicklungspunkt haben wir erworben. So, gut. Das ist natürlich jetzt wieder so eine Sache. Die sind wirklich rar. Schaltet Forschungsinstitut frei, das rasend schnell Entwicklungserfahrung generiert. Erhebliche Steine verwendet Papier, um Produktion zu erhöhen, kann Freischaltung nach Technologie und Akademie verbessert werden. Mhm. Also hier schneller forschen. So, beim Handel, der Seetransport, Händler sind eher bereit, anstatt Geschäfte zu machen, Schiffe in den Fähren und Dock können größere Auswahl an Waren transportieren. Hm, Töpferwaren, oder Töpferei frei. Das Rikraftstoff habe ich noch nicht, Silbererz habe ich noch nicht verwendet, um Lehm oder Sand zu Besteck zu verarbeiten. Könnte aber halt eine Einnahmequelle sein, ne? So, Bergbau, ja gut. Industriekraftstoff ist natürlich auch wichtig, brauchen wir natürlich. Verarbeitet Holz oder Kohle zu Industriekraftstoff. Brauchen wir das vorher hier? Die große Frage, wo brauchen wir das dann, ne? Gegenstand. Handel. Besteck. Baumaterial für Strukturverbesserung, das in der Töpferei aus Lehm und Industriekraftstoff hergestellt werden kann. Handelsgüter. Mhm. Lehmsand und Silberbesteck. Ja, ja, genau. Da brauche ich also vorher die Industriekraftstoffe. Industriebrennstoffe. Die Katze. Dann brauche ich vorher Industriebrennstoff. Da brauche ich daran nicht denken. So, Landwirtschaft, was haben wir denn da noch schönes? Kompost. Gut, wir haben noch keine Tierabfälle, weil wir noch keine Tiere haben. Der Hain, gedüngt werden, na gut, haben wir auch noch nichts. So, hier Fischernetz, da sind wir schon mal so weit gekommen. Das haben wir noch nicht einmal produziert und haben auch noch nicht einmal die Verbesserung dadurch genutzt. Auch nicht gut. Sollte eigentlich funktionieren. Gärtnerei, Kräuterkunde. Aha. Bürger können beim Kräutersammeln Kräutersaat finden. Ah ja, okay. Ja, das ist ja auch wichtig. Gärtnerei. Landwirte bauen im Feldbereich Kräuter und Sonderkulturen an. Das ist auch nicht schlecht. Also entweder gehen wir auf Beschleunigung der Lagerhaus ja auch. Hat das Lagerhaus vor, welche. Naja, Lagerhaus ist echt gut. Lagerhaus wäre echt gut. Also der. Ich weiß nicht, wie viel ich denn schneller generiere, wenn ich das Ding baue. Und ob. Da muss ich wahrscheinlich wieder Leute reinstecken. Das Lagerhaus bringt mich jetzt erstmal weiter, indem ich dann eventuell so ein paar Punkte da, wo gerade ein Lager ist, das Lager vielleicht wegmachen kann und dann noch irgendwas anderes draus bauen kann. Deswegen wäre ich jetzt eher fürs Lagerhaus. Wobei Industriekraftstoff, Brennstoff auch gut wäre. Ich mach's Lagerhaus. Mit dem Wasser komme ich nämlich noch klar. Und dann kann ich nämlich hier Lagerhäuser bauen und dann kriege ich hier eventuell, nee, kriege ich da keins mehr dazwischen. Weil da eine Straße ist, okay. Aber ich kann jetzt ein Lagerhaus bauen und das hat jetzt richtig, eigentlich, das muss dann richtig, passt richtig viel rein dann auch. Okay, das ist gut, okay. Das Lager, das könnte ich ja hier ersetzen. Lager vor, große Lagerkapazität, also auch das war. Ja, hier passt einiges rein. Warm, sieht man ja. So, aber das kann ja hier, die Lager, die muss ich dann hier irgendwann mal wegmachen. Kann ich das verbessern? Erweitern? Verbessere das Lager aus, um mehr Gegenstände lagern zu können. Okay. Kann ich auch verbessern? Dann brauche ich solche Sonnen zu. Ich kann die auch verbessern. Ah ja, okay. Kann ja alles verbessern.
So, das heißt, also wir haben jetzt die Möglichkeit, ein Lagerhaus zu bauen. Ich würde ganz gerne eigentlich auch eins hinbauen. Die Frage ist, wo ich das zentral genug habe, ohne dass es mir auf den Nusskasten geht. Aber eigentlich könnte ich dieses Lager hier entfernen und dann kann ich hier ein Lagerhaus reinbauen. Ich weiß noch nicht, ob ich das einfach so entfernen kann und dann die Waren wegsammeln. Wäre natürlich schade. Eigentlich dürften sie nicht weg sein. Keine Ahnung, was da jetzt passiert. Aber das würde dann hier reinpassen. Gut, lagern sie das erstmal alles irgendwo woanders hier anscheinend. Die Straße oder wo auch immer das hinpasst gerade. Oder in dieses Lager mit rein hier. Dann muss das Lager klein, das ist schon mal gut. Das hat schon mal funktioniert, wir müssen mal gucken hier. Brennstoff ist noch genug da, ja, geht aber auch runter. Holz ist da, Wasser ist noch da, steigt noch an, Werkzeuge steigen an, Klamotten steigen an. Wenn auch eher schwierig. Ach du je, Klamotten sind aber ordentlich rausgegangen. Okay, 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 okay. Das ist nicht so gut. Ich dann noch im Lager drin ist, wenn ich mir nur 56%. Nein, ich schleppe das schon mal gut durch die Gegend. Ah, das Lager wurde auch ordentlich voll gehauen mit den Nahrungsmitteln. Ja gut, die passen da ja hin, ja, das ist schon mal gut. So. Strohschwamm 40. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich, wen kann ich denn da jetzt noch reinstecken? Würde ich ungern rausnehmen. Den würde ich auch ungern rausnehmen. Nehmen wir den hier, ne? Den nehmen wir dann noch mit rein, damit er schneller Klamotten herstellt. Momentan ist der Klamottenverbrauch wieder extrem stark. Na gut, es ist Winter, ne? Brauchen sie wahrscheinlich alle neue Klamotten. Räumt mir das mal frei. Was ist denn nicht mit meinem Bauarbeiter los hier? Bei den Häusern passiert gar nichts. Kriegt ja nicht mehr Holz hin. So, jetzt wird das Lager hier noch vollgelegt. Wir haben auch jede Menge Leute mit zu tun, ne? Ich weiß nicht, ob das die denn von einer anderen Arbeit abgehalten werden. Aber wir kriegen gleich ein Klamottenproblem. Eieiei. Na Judy. Dann hoffen wir mal, dass das Klamottenproblem nicht ganz so groß wird und wir hier ein schönes Lagerhaus hinbauen können. Ein zentrales Lagerhaus. Ich denke, da passt dann deutlich mehr rein als das, was jetzt hier auf dieser kleinen Fläche gelagert hat. Das denke ich mal aber sollte jetzt nicht allzu schwer sein. Wir müssen im März natürlich wieder darauf achten, dass wir die Leute hier auf den Dings kriegen und wir haben irgendwie Leute verloren. Sind denn nur noch 41. Da ist an Altersschwäche. Sammler Mark. Ein Sammler ist gestorben. Ein Sammler ist gestorben. Hier oben ist ein Sammler gestorben. Alles klar. Nicht schön. Naja gut, aber an Altersschwäche. Ne? Dann hat er ein gutes Leben gehabt. Und das ist ja auch gut. Ah, hier, da ist mein Bauarbeiter bei der Imkerei beschäftigt. Sehr schön. Da habe ich auch wieder eine Fläche, wo ich Leute unterkriegen muss. Na gut, also ich denke mal, ich muss die annehmen. Hier die Einwanderer. Bleibt mir gar nichts anderes über. So, jetzt haben wir hier den Platz frei. Und dann werden wir das jetzt noch platzieren hier. Da einfach so rein. Plapp. Dann kann der Bauarbeiter da ordentlich bauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.